Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 4. September 2024? Hallo Leute, da ist wieder Mario aus Thailand mit den aktuellen News und Infos. Im letzten Video habe ich über das Busunglück in Bangkok berichtet, wo über 20 Kinder ums Leben gekommen sind. Nun hat die Polizei hier auch erste Ermittlungserkenntnisse bekannt gegeben und offensichtlich wurde hier illegal an einer CNG-Gasflasche herumgebastelt bzw. auch weitere solche Tanks im Fahrzeug verbaut, ohne dass es abgenommen wurde. Im Weiteren war der Bus schon 54 Jahre alt und das hat jetzt auch dazu geführt, dass einerseits der Fahrer festgenommen wurde und ein Inspektor, also eine Person an dem Ort, wo das Fahrzeug herkommt, das eigentlich für die Überprüfung dieser Fahrzeuge zuständig war, versetzt wurde. Die thailändische Immigration meldet noch einen großen Erfolg im Kampf gegen Menschenhandel und da konnten sie 5 Ausländer festnehmen, die da an Menschenhandelsringe beteiligt waren. Während sich die Hochwassersituation in Nordthailand weiterhin zuspitzt, zum Beispiel in Chiang Mai, dort droht ein Fluss im Zentrum der Stadt über die Ufer zu treten und einen Großteil der Stadt zu überschwemmen, gibt es wenigstens gute Nachrichten vom Supertaifun Kraton, der sich vor Taiwan befindet. Und dort wird jetzt gemeldet, dass er abgeschwächt ist, also nicht mehr so stark wie zu Beginn und wahrscheinlich in den kommenden Tagen die Küste von Taiwan erreichen wird. Ob der Sturm größere Auswirkungen auf das Wetter von Thailand haben wird in den kommenden Wochen, werden wir sehen. Aber bis dato gibt auch die thailändische Premierministerin Entwarnung und sie sagt auch, dass zum Beispiel die Stadt Bangkok nicht von Hochwasser betroffen sein wird, denn der Ausbau, der in den letzten Jahren stattgefunden hat und die Stadtentwässerung sollen dafür sorgen, dass das Wasser, welches vom Norden Richtung Meer fließt, besser abläuft. Die People's Partei, ehemals Move Forward Partei, hat eine Petition eingereicht, um das Brennen von Alkohol bzw. auch den Verkauf von Alkohol für Kleingewerbe wieder attraktiver zu machen. Bzw. wollte man dort den Menschen in Thailand wieder erlauben, so wie vor ein paar Jahren, bevor die Verschärfung kam, dass jeder, der zum Beispiel auch Reis herstellt etc., die Möglichkeit hat, Reisschnaps zu brennen, selber Alkohol herzustellen und so auch die Wirtschaft wieder etwas anzukurbeln, weil aktuell haben vor allem die großen Alkoholproduzenten das Monopol und das wurde jetzt aber im Senat abgelehnt. Von dem her geht man zurzeit nicht davon aus, dass es hier Lockerungen geben wird. Das bargeldlose Zahlen in Thailand schreitet schnell voran und Ökonomen gehen davon aus, dass Thailand schon im Jahr 2028 zum größten Teil bargeldlos sein könnte. Immer mehr Leute, vor allem auch die Einheimischen natürlich, lieben es, bargeldlos mit dem Handy zu bezahlen. Ich persönlich auch. Ich finde das so einfach mittlerweile. Klar, viele sagen nach wie vor, Cash ist King. Ganz abschaffen sollte man das nicht, aber wie gesagt, die Ökonomen gehen davon aus, dass bis 2028 zum größten Teil in Thailand nur noch bargeldlos bezahlt wird. Die thailändische Regierung bzw. das zuständige Amt ist gerade dabei zu entscheiden, ob man in Zukunft den behinderten Fahrzeuglenkern oder den gebrechlichen Fahrzeuglenkern die Fahrzeugsteuern erlässt oder von 25 bis ca. 40% reduziert. In diversen Sparten in Thailand, auch bei den Steuern etc., wird ja zurzeit diskutiert, ob man vor allem bei Studenten, bei jungen Menschen im Allgemeinen, aber auch bei älteren Menschen oder sozial bedürftigen Menschen die Steuern etc. reduziert. Immer mehr solche Ideen sind auf dem Tisch. Da wird es noch interessant, was in den kommenden Jahren da auf uns zukommt. Vor allem auch hat die Thai Airways angekündigt, dass sie auch reduzierte Ticketpreise anbieten wollen für Studenten und eben Menschen im höheren Alter oder Leute, die gebrechlich sind.
Apropos Thai Airways, sie haben noch angekündigt, dass sie noch Aktien herausgeben werden im Wert von 42 Milliarden Baht. Dann noch eine Vorsichtsmeldung in Sachen Stromkabel, Stromleitungen. Auch in den letzten Wochen sind wieder diverse Menschen ums Leben gekommen in Thailand, weil sie durch einen Stromschlag gestorben sind. Das kommt häufig vor zu Hause, wenn man günstige Ladekabel etc. kauft, aber auch bei einem Markt, wenn du dort vor allem bei Regen herumläufst, da liegen meistens auch Kabel irgendwo auf dem Boden, die beschädigt sind. Oder in Chiang Mai ist eine Person ums Leben gekommen, die in der Natur unterwegs war, dort einen Stromschlag bekommen hat von einem Kabel, das ungeschützt herumlag. Und sogar eine Person beim Angeln hat bei einem Pier eine Stromleitung erwischt, irgendein Kabel, das dort verlegt wurde. Und auch diese Person ist verstorben. Gemäß der Verkehrsunfallstatistik haben im vergangenen Jahrzehnt knapp 27.000 Kinder ihr Leben im Straßenverkehr verloren. Das ist eine immens hohe Zahl und jetzt will man auch hier dagegen vorgehen bzw. Maßnahmen ergreifen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, was man übrigens schon seit 10 Jahren oder so regelmäßig ankündigt. Und ich glaube, das kommt jetzt auch im Zusammenhang mit diesem tragischen Busunglück, wo ja eben so viele Kinder auch ums Leben gekommen sind, etwas über 20. Und jetzt hat man da auch in die Straßenverkehrsstatistik hereingeschaut, schätze ich jetzt mal in diesem Zusammenhang, und eben gemerkt, dass da so viele Kinder schon ihr Leben verloren haben. Ja, nichtsdestotrotz drücken wir mal die Daumen, dass was geschieht. Wenigstens bei uns hier in der Region kann man langsam beobachten, dass vor allem bei den Autobahnen diese ganzen U-Turns so langsam verschwinden und immer mehr Überführungen, also so Brücken gebaut werden, wo man dann wenden kann. Das wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern und massive Investitionen benötigen, um das alles sicherer zu machen, aber man ist da so langsam dran. Am 3. Oktober ist eine neue Verordnung in Kraft getreten, die den Verbraucher vor Online-Betrug schützen soll. Und hier ist vor allem eine Maßnahme, die interessant ist, dass Konten von Betrügern eingefroren werden können, sodass zum Beispiel, wenn jemand was kauft und Geld überweist von einem Bankkonto und der Verkäufer sich als Betrüger herausstellt, dass sofort die Konten eingefroren werden können und das Geld dann auch dem Opfer zurückerstattet. Diese Verordnung hat noch diverse weitere Möglichkeiten, gegen Betrüger vorzugehen. Das war dringend notwendig, da in Thailand mittlerweile fast jedes vierte Verbrechen oder Vergehen über Online-Betrug stattfindet. Dann gibt es wieder einmal mehr Verwirrung beim Hinterlegen von den 800.000 Baht für Personen, die eine Ü50 Visa-Verlängerung in Thailand beantragen wollen. Personen, die über 50 Jahre alt sind, haben die Möglichkeit, mit einem Non-Immigrant-O-Visum für Rentner oder auch OA oder OX einzureisen und dann in Thailand ihren Aufenthalt zu verlängern um jeweils 365 Tage. Vor allem für die, die mit dem Non-Immigrant-O-Visum einreisen, das 90 Tage gültig ist bei Einreise, die können dann so ihren Aufenthalt jeweils in Thailand verlängern. Und da muss man ja 800.000 Baht auf einem thailändischen Bankkonto hinterlegen. Und wer logisch überlegt, der hat wahrscheinlich gemerkt, dass wenn man nur 90 Tage Aufenthalt hat und einreist, aber noch kein Bankkonto in Thailand hat, dass man dann gar nicht die 800.000 Baht schon 90 Tage vor Visa-Antrag auf dem Bankkonto haben kann, obwohl das vom Gesetz verlangt wird. Das heißt, beim ersten Mal darf man oder muss man 60 Tage vor Visa-Antrag oder Antrag der Extension of Stay bei der Immigration das Geld auf dem Bankkonto haben. Also man hat 30 Tage Zeit, nach der Einreise ein Bankkonto zu eröffnen, die 800.000 Baht aufs Konto zu überweisen, dann zur Immigration zu gehen und eben auch mit dem Prozedere zu beginnen für die Extension of Stay. Danach, wenn du die Extension of Stay erhalten hast, darfst du 2 Monate lang die 800.000 Baht von deinem Bankkonto nicht abheben
und du darfst nie die ganze Summe abheben, sondern nur Maximum 400.000 Baht und du darfst dann die Summe von 400.000 Baht, die noch auf dem Konto ist, nicht unterschreiten. Wenn du dann beim nächsten Mal, also ein Jahr später, die Extension of Stay wieder verlängern möchtest um ein weiteres Jahr, müssen dann 90 Tage vor Ablauf der Extension of Stay die 800.000 Baht wieder komplett auf dem Bankkonto sein. Sollte das nicht der Fall sein, dann bekommst du auch keine Extension of Stay mehr. Ich empfehle immer, lasst die 800.000 Baht permanent auf dem Konto, dann habt ihr keine Probleme. Oder die, die halt eine Rente haben von 65.000 Baht pro Monat, die lösen es über die Rente und nicht über das Bankguthaben. Okay, das war's von heute mit den aktuellen News und Infos aus Thailand. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du magst, bleib gesund und schöne Grüße aus dem wunderschönen Thailand.